Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen.
Alex! Oh Mann. Er ist es wirklich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, hä? Huh? Ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Willkommen in Haven. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ich würde clever sein. Die Wahrheit bringt dich nur begrenzt weit. Oh, hörst du das, Gabe? Du bist überstimmt. Mich kriegt ihr nicht klein. Er wird's schon irgendwann einsehen. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt,
Dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Perfekt. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Hey, Ladies. Lust auf einen Drink? Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn... Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Ich kann los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Passt bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Die sind echt schön. Danke. Hab ich gemacht. Jeden einzelnen Kranz. Wow. Du solltest Geld dafür verlangen. Es geht nicht ums Geld, Alex. Wow. Danke für die Info. So, hier ist es. Wow. Einfach wow. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2,
Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa null. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Oh.
Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Ich würde ja gern lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber nee, ich stehe einfach drauf. Also, bist du ein Colorado State Park Ranger? Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Gabes Platte ist hier drin. Aber welche ist es? In dieser schwierigen Zeit könnte die Welt wirklich mehr Rocksongs mit Klarinetten-Solos gebrauchen. Und wo ist mein reicher polnischer Klarinettist, der mir Sachen kauft? Du kommst auch nicht zur Ruhe, was? Armes Ding. Gabe und ich haben als Kinder davon geträumt, Demos aufzunehmen. Ist nie was geworden. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Wegen der Notiz will ich es jetzt erst recht anfassen. Du willst echt draufgehen, oder?
Ich wollte doch nur sehen, was passiert. Du hast Glück, dass Steph hinter einer schalldichten Wand sitzt. Hey, nenn es Glück. Aber ich habe den Tod überlistet. Die neunte Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Und so bunt. Facettenreich, düster, gefällt mir. Moment, ist das die Warteliste? Ganz ruhig, ich will nur kurz... Okay, alles gut. Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Vielleicht ist es in dem Karton. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Also klar.
Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Er tat nur cool. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne. Und fiel vom Bett, verstauchte sich den Fuß. War lustig. Mit deiner Hilfe kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichten. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gerne übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein,
Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Was los? Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass, naja, du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt, pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Sorry, ich versuch's nochmal. Ganz schön schäbig, muss ich sagen. Schon besser. Danke. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir?
Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Du hast dich kaum verändert. Wirklich? Siehst immer noch aus wie 15. Klappe. Ich meine, klar bist du ein Mann, weißt du? Aber du hast immer noch dieselben Gesichtsausdrücke und so. Du bist immer noch du. Danke. Was gut ist, denn wenn du nicht mehr du wärst, müsste ich dein Geschenk jemand anderem geben. Was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihnen. Lebenslange Übung. Du bist dran. Gut. Du hast kein Beat verpasst. Ach, warte kurz. Ja. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen konnte! Nein, nicht hier! Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Nein!
Bloß! Bloß! Von ihr fern! Von ihm fern! Ich wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal! Es tut mir so alles leid. Gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus. Ja, ich kann sehen, ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm und Steph zusammengerissen. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Hm.
Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Ist das ein Schwert? Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Thank you.
Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein, weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Mac hat Rileys private Nachrichten gelesen? Boyfriend des Jahres. Ich hab nie wieder was von's. Wenigstens war er nicht. Ich wünschte Chelsea. Mein Fels in der Brandung damals in der. Alex? Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Anita und Eduardo. Mann. Die gehörten zu den Guten. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Echt schön, dass Gabe und ich dieses Foto behalten haben. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ich pack den Rest später aus.
Nicht dein Ernst. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Ryan, vergiss es. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab Mick verarztet. Schauen wir uns dich mal an. Sieht ganz schön übel aus. Ganz besonders hier. Oh. Tut es beim Atmen weh? Alex, du bist hier. Schon. Charlotte, richtig? Wir sollten das kühlen. Die Sache mit dem Kampf tut mir leid. Was für ein furchtbarer erster Eindruck. Dad? Ich fahr Gabe zur Station. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten, der aus dem aktuellen Jahrhundert ist. Ist okay, ich muss wirklich nicht... Ryan hat recht. Er weiß, was er tut. Geh mit. Alex, bin gleich zurück, okay? Okay. Und fort sind mein Barkeeper und mein Ersatz-Barkeeper.
Das gefällt mir. Ein fallender Stern? Ja. Oder ein aufsteigender. Kommt auf den Tag an. Und wie sieht es heute aus? Er stürzt echt hart ab. Ja? Ich denke schon. Aber es ist unglaublich, hier zu sein. Hab gehört, dass Ethan dir einen seiner Comics gegeben hat. Er findet dich offenbar ziemlich cool. Ich weiß so gar nichts über Kinder. Aber er scheint ein guter Junge zu sein. Lieb, dass du das sagst. Er ist echt toll. Rinderbraten-Spezial. Vorsicht mit der Soße. Jed, das war nicht nötig. Ryan sagt, du lässt das Abendessen aus. Kein Künstler verhungert unter meiner Aufsicht. Ich muss jetzt los. Ich arbeite an einigen Werken für das Frühlingsfest und sie müssen heute fertig werden. Hätte gern noch geplaudert. Oh, ist okay. Echt schön, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Gern. Ciao, danke fürs Essen. Jo. Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Gabe meinte, du hast schon in einem Restaurant gearbeitet. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Gabe labert Scheiße. Ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Nicht zu fassen, der Witzbold. Aber ich würde gerne arbeiten, wenn es auch ohne Erfahrung geht. Willst du es ausprobieren? Gerade ist nicht viel los. Und wir sind wirklich locker drauf hier. Okay. Danke. Alles klar. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Dann bin ich jetzt also Kellnerin. Sehen wir mal, wie es läuft. Kann ich euch beiden etwas bringen? Miss Chan, endlich hier, um das Geheimnis zu lüften. Hi. Ich bin Reginald McAllister, der Dritte. Ducky nennen mich meine Freunde, ehemaliger Unternehmer, jetzt im Ruhestand. Und diese junge Dame ist Diane. Hallo. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass... Dass wir alle wissen, dass du hierher kommst? Ja, Gabe verbreitet gern Freundlichkeit und Informationen. Du bist aus Portland, richtig? Ich bin vor 6 Monaten aus DC hergezogen. Und wie gefällt dir die Kleinstadt? Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Aber es ist ziemlich perfekt. Es fühlt sich wie zu Hause an. Ich weiß, kenne ich. Ich dachte echt, ich würde es hassen. Dann sah ich die Berge, traf ein paar Leute und jetzt will ich nicht mehr weg. Diane ist Geologin und arbeitet seit kurzem als Prozessmanagerin für die Typhon-Minengesellschaft. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Neuzugang bin. Kann ich euch vielleicht etwas bringen? Oh ja, wir sind super hungrig. Ich hätte gern einmal den Spezialbraten mit Pommes. Einen Cheeseburger mit Pilzen. Und mein übliches Getränk. Jed weiß schon Bescheid. Okay, ich gebe eure Bestellung weiter. Danke. Mein Dad war in der Armee. Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Er hätte Gabe mal mit Dad erleben sollen. Seitdem ist viel passiert.
Das ist Charlottes Apotheke. Ryan wirkt wie ein lieber Typ. Hey, Jed. Ja? Ich habe eine Bestellung von Ducky und Diane. Schieß los. Ein Cheeseburger mit Pilzen drauf. Okay, und? Ein Spezialbraten mit Pommes. Und, will Ducky das Übliche? Ja, will er. Er mag einen ganz bestimmten Roggenwhisky. Ich habe eine Flasche nur für ihn. Das ist komisch. Ich sehe sie nicht. Oh, Moment mal. Ich wette, Ducky hat die Flasche gestern mit nach oben genommen. Er und Gabe haben nach Ladenschluss weitergebechert. Ach ja? Ja, das geschieht ihm recht, wenn du mich fragst. Aber geh ruhig hoch und such danach. Er wäre sicher dankbar. Oh, falls du sie nicht finden kannst, Deputy Pike war auch dabei und weiß vielleicht was. Normalerweise ist er um diese Zeit hier. Er kommt bestimmt bald. Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Typhon ist keine schlechte Firma. Sobald man sich eingewöhnt hat. Ja, das versuchen wir ständig, alle einzureden. Ganz von vorne anzufangen ist... Das wird schon noch. Verflucht, furchterregend und weh. Wem sagen Sie das? Ja, mag sein. Aber die Art und Weise, wie Sie die Firma führen, ist... Ich weiß nicht. Alex, oder? Ich bin Steph. Hey, willst du was essen oder trinken? Nein, nein, ich brauche nichts. Aber danke. Tut mir leid, dass ich im Plattenladen nicht quatschen konnte. Setz dich doch hin, dann quatschen wir jetzt. Ist das dein Shot? Was ist das? Das ist verzauberter Kiwi-Schnaps. Den bestellt sonst niemand, also bringt Gabe ihn mit dem Jukebox-Game unter die Leute. Das Jukebox-Game? Es ist wie eine Kurzversion von Wer bin ich? Nur hier geht es um Songs. Wer falsch rät, der trinkt einen Shot. Ryan und ich wollten spielen. Spielst du für ihn? Okay. Yes. Also, ich wähle einen Song aus, du bekommst 5 Ja-Nein-Fragen und dann musst du ihn erraten. Okay. Hab einen. Jetzt bist du dran. Also, was willst du mich fragen? Wenn ich sie durchgehe, fällt mir bestimmt eine gute Frage ein. Ist der Bandname auf dem Cover? Ja. Sind Menschen auf dem Cover? Nein. Ja, nein. Hat der Song einen langen Titel? 4 Wörter oder mehr? Ja. Interessant.
Zwei Fragen hast du noch übrig. Ist ein Name einer Person im Bandnamen? Nein. Okay. Letzte Frage. Ja, ist ja gut, ich weiß ja. Ist der Bandname nur ein Wort? Es ist mehr als nur ein Wort. Hm. Damit wären es 5. Wie lautet dein Tipp? Ja, lass mich noch einen letzten Blick darauf werfen. Fassen wir zusammen. Der Bandname enthält keinen Personennamen. Der Bandname besteht nicht nur aus einem Wort. Der Songtitel ist mindestens 4 Wörter lang. Keine Menschen auf dem Cover. Der Bandname ist auf dem Cover. Du meinst, das reicht, um es zu lösen? Mal schauen. Ist es der? Nein, ist falsch. Sorry. Okay. Dann her damit. Nicht so übel, wie er aussieht. Wie war's? Krass, der schmeckt ja sogar. Solltest du probieren. Hey. Danke fürs Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Hängst du viel mit Ryan rum? Die ganze Zeit. Außer wenn er mich für Gabe sitzen lässt. Sie holen einen Verbandskasten. Er spielt wieder den Helden. Ryan macht das jedes Mal. Liegt wohl in der Familie. Hast du von Jets Rettung gehört? Das war eine große Sache. Als er noch in der Mine war, rettete er... Ich glaube ja nicht. Alex freut sich sicher auf viele Haven-Infos. Sorry, Jet. Er gibt nicht gerne damit an. Aber wenn du dich umsiehst, findest du überall Infos dazu. Interessant. Ist das die Liste aller Platten? Nein, das ist mein Charakterblatt. Weißt du, was ein LARP ist? Ich habe den Begriff schon mal gehört. Live-Action-Roleplay. Es ist wie ein Tabletop-Rollenspiel, aber im echten Leben. Kostüme, Schaumstoffwaffen, Zaubersprüche. Echt genial. Gabe und Ethan haben über ein LARP gesprochen. Ja, das ist nächste Woche. Sie fahren mit mir hin. Ist ihr erstes Mal. Ich bin voll aufgeregt. Meinst du, du wärst irgendwann auch mal dabei? Es klingt cool. Aber ich denke, ich bin zu verlegen dafür. Verstehe ich. Kommt aber echt auf die Leute an, mit denen man spielt. Ich sollte jetzt weiterarbeiten. Okay. Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Oh, ist das wirklich Ryan? Hat es nicht mal bei mir. Aber es muss wohl in meinem Schließfach vibriert haben, als ich arbeiten. Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Ja, die sind kleinlich bei sowas. Es geht nur um Sicherheit. Es wird besser, ganz sicher. Haven ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Es wird es hoffentlich bald für uns. Oh hey, jemand hat einen Kurs über mein Leben entworfen. Wandern?
machst du? Das ist ja von gestern. Okay, es war Colonel Ducky auf Gabes Couch mit einer Flasche. Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer und... Es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern, okay? Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. Nein, lass mich. Überlass das mir. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh mein Gott, was ist mit deinem Gesicht? Ist halt so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich, es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, sonst war's das. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und... warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Okay, also nicht direkt eine verpasst, aber... Er hat eindeutig angefangen. Oh Gott. Warst du auch da? Ja, ich war da. Mac erzählt totalen Schwachsinn. Weißt du was? Das überrascht mich wirklich kein bisschen. Was ist wirklich passiert? Riley. Mac kam reingestürmt, beschuldigte Gabe, mit dir zu schlafen, verpasste ihm eine und trat dann auch noch auf ihn ein. Riley, hör zu. Und was ist mit Macs Gesicht? Das war ich. Okay. Klingt, als hätte er es verdient. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Warte, was ist mit uns? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schäme mich gerade so sehr für dich. Sind wir noch zusammen? Was denkst du denn, du Scheißidiot? Nein! Alex Chen? Sie greifen McLeodon an ihrem ersten Tag hier an, hm? Ich bin Jason Pike, Deputy Sheriff. Ich muss sie zur Befragung auf die Wache nehmen.
Wollen Sie mich etwa verhaften? Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh Mann. Oh, ich mach nur Witze. Niemand steckt in Schwierigkeiten. Ach, Gabe und ich verarschen uns immer. Ich wurde noch nie von einem Polizisten verarscht. Sie haben mich echt erwischt. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Willst du vielleicht einen Drink? Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Und da hast du's. Okay, sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde. Immerhin weiß ich jetzt, wo die Rahmen sind. Aber wo ist der Whisky? Sieht ja alles ganz gut aus, aber kein Roggenwhisky. Ich muss wohl eine Schippe drauflegen. Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Den habe ich oben gefunden. In Gabes Couch. Wirklich? War wohl eine wilde Nacht. Vielen Dank, Alex. Es ist mein erster Arbeitstag hier, also legt ihr ein gutes Wort für mich ein? Sie weiß, was sie will. Darf ich eingießen? Oh nein, nein. Die Ehre gebührt mir. Auf Miss Alex Chen, die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Ich habe gemacht, was Jet wollte. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Bist du fertig mit allem, was du tun wolltest? Ja, ich habe mich um alles gekümmert, was du erwähnt hast. Gibt es noch etwas, das ich tun soll? Nee, die Jungs sind gleich zurück. Wenn man vom Teufel spricht. Wie fühlst du dich? Weder gut, noch schlecht.
Alex ist für dich eingesprungen. Echt jetzt? Wir müssen reden. Ich warte auf dem Dach, okay? Okay. Das wär's dann für heute. Das lief doch toll. Du wärst eine super Ergänzung fürs Team. Man lässt einen verletzten Mann nicht so lange warten. Schau lieber mal nach ihm. Danke. Na dann, bis morgen. Okay. Ich sollte mit Gabe reden. Wie geht's deinem Kinn? Tut es sehr weh? Hör mal, Gabe, es tut mir wirklich so leid. Was? Ich. Der Move war doch geplant. Nein. Naja, nur so halb. Also, brauchst du einen Manager für deine Cage-Writer-Karriere? Gabe, es tut mir so leid. Wie vielen Leuten hast du schon, naja, die Knochen gebrochen? Mann, es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige dich nicht. Mir geht's gut. Aber wo wir gerade davon reden. Mir war nie klar. Dass ich dir in den Arsch treten kann? Ja, genau. Mir war nie klar, wie dein Leben ausgesehen haben muss. So ganz allein. War schon okay. Als ich dich von Mac weggezogen hab, du mich geschlagen hast, war ich wütend. Aber wie du ihn auseinandergenommen hast, hast du schon mal gemacht. Du warst doch im Jugendvollzug. Ist das nicht wie Knast? Ja. War die härteste Zeit. Manchmal dachte ich pack's nicht. Aber ich glaube, du hast Schlimmeres erlebt. Ich kann sehen, dass du zu kämpfen hast. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären?
Mit mir. Stimmt. Etwas nicht. Ich weiß, was andere Leute fühlen. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, fühle ich es auch. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut, als wäre es meine. Ich denke, dass Macs Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Nein, niemand hat's mir erzählt. Ich fühl's. Sicher, dass es nicht, Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress, Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real. Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? So funktioniert das nicht. Es geht nur, wenn du starke Emotionen fühlst. Oh. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst. Das tut niemand. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Alter, du hast Superkräfte. Auf die Fresse kriegen und keine Freunde haben? Das ist ein Superfluch, Alter. Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Aber ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level. Ich meine, du verstehst sie so richtig. Das ist echt besonders. Besonders? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Vergiss das nicht. Also, wann wolltest du mir von der Gitarre erzählen? Oh shit, du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Überraschung? Und? Was denkst du? Ich liebe sie. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oh hey, was ist los? Hey, ist Ethan hier? Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber ich kann ihn nicht finden. Oh, er sollte doch nicht rumstreunern. Ich suche ihn. Gabe, warte.
Vorhin, da habe ich mit Ethan gesprochen. Da meinte er, er will in die Berge und die alte Mine auschecken. Was? Warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Wenn er wirklich da oben ist, müssen wir uns beeilen. Los. Okay, dann los. Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Sollte ich jetzt, weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Etwas sagt mir, die zwei passten nicht so gut zusammen. Ich habe am ersten Tag einen Job an Land gezogen. Vielleicht Haven hat ein Indie-Kino? Beeindruckend. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Damit zu fahren, macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet.
Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist... Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Schade, dass so einer nicht im Comic ist. Dana hätte sich einfach einen Weg durch den Eingang bahnen können. Also, ist Ethan... Oh, Mann. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen, aber wie ist er wieder rausgekommen? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Silo, wir kommen der Sache näher. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg.
Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Achtung! Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht. Ist nicht im Comic. Mit gebrochenen Beinen werde ich keine Hilfe sein. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool, cool. Das kam im Comic nicht vor. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Das kam im Comic nicht vor. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Ich glaube, Fëanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Das hoffe ich auch. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Fëanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan!
Ich hab Angst! Ethan, ich bin unterwegs! Moment! Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Angst, wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm! Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich's tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert.
schaffe das. Ich krieg das hin. Shit. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit! Es darf mich nicht sehen! Es darf mich nicht sehen! Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey! Hey! Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Alex? Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen. Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich.